Es ist ein bisschen mal nach Zahlen, was der Kurs aktuell macht. Der DAX hat tatsächlich das nächste Level erreicht. Wir haben oft schon darüber gesprochen. Die Zeichnung, die ist schon ganz lange bei uns drin. Wir haben die Extension-Marke, die eine, die hatte eine Zeit lang gehalten. Der Kurs hat wunderschön korrigiert darunter für die Elliott-Wellen-Fetischisten eine vierte Welle ausgebaut. So sieht es zumindest mal aktuell aus. Ob das tatsächlich so wird, das werden wir noch sehen. Aber ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was man typischerweise erwarten kann, hat das Ganze schon. Und ist jetzt auf dem nächsten Weg tatsächlich bis zur nächsten Extension-Marke hier gekommen, die knapp unter der 13.200er-Marke liegt. 13.150 bis 13.000, knapp 200. Das ist so ungefähr die Zone, die wir hier als möglichen Widerstand eben haben. Damit haben wir eigentlich alles richtig gemacht, zumindest mal für die Theoretiker in der Erwartungs- oder Hoffnungshaltung, dass es auch tatsächlich so kommt, wie es statistisch eigentlich sein müsste. Was ist denn jetzt zu erwarten? Na gut, wenn wir im Stundenchart hier bleiben, das ist der DAX, bevor wir gleich den amerikanischen Markt nochmal im Vergleich angucken, dann haben wir eigentlich relativ viel gesehen und müssten mal wieder runterkommen von dem Hype aktuell. Wie weit das tatsächlich geht, das kann uns vielleicht Fibonacci helfen, nämlich wir messen mal vom Ausgangspunkt Anfang Oktober als Tief und das ungefähre aktuelle Hochniveau, das werden wir noch finden, wo das dann tatsächlich liegt. Aber nehmen wir mal an, der Kurs käme tatsächlich runter, wären Rücksetzer mindestens mal unter der 12.700er Marke und eigentlich so in den Bereich 12.500, 12.400 zu erwarten. Das sind so ganz klassische Größen, wie weit das wieder runterkommt anschließend. Und damit wären wir immer noch in einem bullischen Bild. Vorsichtig, ich habe jetzt negativ gesprochen, ich meine das sogar sehr positiv und noch hat der Kurs ja nicht gedreht, aber wir müssen damit vermehrt rechnen. Denn wenn so ein Zyklus zu Ende geht und immer an solchen Marken ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht so schlecht, dass der Kurs mal nach unten kommt, da überlegen viele, was soll ich denn machen? Und soll ich mal vielleicht ein Päuschen machen? Insgesamt bleibe ich weiter sehr bullisch, sehr optimistisch eingestellt. Ich kann mir also extrem gut vorstellen, dass es hier sogar noch deutlich weiter nach oben geht, also dass wir noch viel mehr zu erwarten haben. Wir können aber auch noch mal ein anderes Hilfsmittel hier versuchen, einfach mal so zur Einschätzung, wie weit ist denn der Kurs bis jetzt hier schon gelaufen? Wenn wir das mal so in Relation zur ersten Bewegung seit dem Sommer hatten, dann sehen wir sind ungefähr 100% gelaufen. Das wäre sogar möglich, dass der Kurs von diesem Niveau ausgehend jetzt richtig runterkommt. Das heißt, dass wir einen richtig deutlichen Rücksetzer jetzt auch noch nicht vom Tisch haben. Also zwei Szenarien, die auf jeden Fall nach unten weisen. Wenn ich müsste, würde ich im Moment sogar eher positiv denken und sagen, wir kriegen nur irgendwas, was so ein bisschen mal runterkommt, wie ich es eben hier im Stundenchart angesprochen habe, und dann anschließend sogar weitergeht. Aber ob wirklich die Jahresendrallye da kommt, das werden wir dann sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir für die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen, eins, zwei, wir werden es sehen, zumindest mal mit ein bisschen Schwäche rechnen können, müssen, dürfen, sollten. Aber was redet der Kerl von Schwäche? Es sieht doch so stark aus. Tatsächlich, es gibt in diesem Augenblick noch überhaupt keinen Grund, hier zu shorten. Aber es gibt in diesem Augenblick einen Grund, genauer hinzugucken, was der Markt jetzt macht. Kriegen wir bei Rücksetzern weiterhin sowas, wie wir es hier hatten, sowas, wie wir es hier hatten, dann wissen wir, Zwischenhochs beispielsweise können für Long-Einstiege gesucht oder genutzt werden. Bekommen wir jetzt irgendwann mal was ziemlich Scharfes nach unten und nur noch wackelig nach oben, wäre es genau das Gegenteil. Wie sieht es denn in den amerikanischen Märkten aus aktuell? Der Dow Jones, das ist der Index, also der Kassamarkt sozusagen, der hat sein altes Hoch tatsächlich überstiegen. Herzlichen Glückwunsch, neues Allzeithoch hier. Insofern scheint alles super zu sein. Trotzdem vorsichtig. Wir hatten so eine Situation bereits hier. Da haben wir das Hoch überschritten. Zack, ist der Markt nach unten gekommen. Wir hatten eine Situation hier. Da, zack, hat der Markt überschritten. Und zack, ist der Markt wieder runtergekommen. Wie gesagt, hier ist es ja noch verhältnismäßig klein. Aber wir müssen auch hier damit rechnen, dass der Kurs jetzt früher oder später mal hier sein Ende findet. Ob das tatsächlich schon im aktuellen Kursniveau ist, das werden wir dann sehen. Aber zumindest mal haben wir eine realistische Chance, dass wir früher oder später in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, hier eine Rückwärtsbewegung sehen. Ich sage das deshalb mit dem Hintergedanken, einfach so ein bisschen aufmerksam zu machen, nicht hyperventilieren, jetzt nicht sagen, oh, jetzt sind wir endlich über die Allzeitmarken rüber, auch bei den etablierten Märkten, beim S&P beispielsweise, sondern und jetzt kann ich eben auch einsteigen, mein Nachbar hat auch schon erzählt, jetzt müsste ich das tun. Nein, vorsichtig, es ist damit zu rechnen, dass der Markt da auch nochmal
wieder runterkommt und ein bisschen erholt. Und das wäre nicht mal schlimm, das wäre nicht mal böse. Wir sehen das ähnliche Bild beim Nasdaq hier. Ob das jetzt an dieser Marke hier passiert oder ob es der Markt tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter schafft und damit dann natürlich auch der DAX noch für ein paar Tage die Chance nach oben hat, das ist nicht ausgeschlossen. Wir sollten aber damit rechnen, dass wir hier genaues Auge hingucken lassen sollten, zum Beispiel oder hingucken, ob der Markt eher solche Rücksetzer hier hat oder ob das scharfe Bewegungen sind. Deshalb will ich da bewusst darauf aufmerksam machen. Gold, ganz kurz noch erwähnt, ist dementsprechend im Moment nicht in der besten Position, läuft eigentlich so mehr zur Seite. Wir sehen das jetzt hier in der letzten Zeit, hätten sogar eigentlich die Chance, vielleicht sogar jetzt in nächster Zeit noch mal ein bisschen runterzukommen. Nach dem Schub ein bisschen korrektiv runter, wäre mega klasse. Und dann möglicherweise, wenn der amerikanische und der deutsche Markt, Aktienmarkt tatsächlich mal in die Pause geht nach unten, vielleicht dann doch noch mal nach oben gehen. Also das wäre zumindest mal ein Angebot. Ein bisschen ähnlich könnte ich mir das sogar beim Euro vorstellen, wenn wir hier auch im 4-Stunden-Chart gucken. Sehr schubmäßig nach oben und jetzt so ein bisschen ABC nach unten. Auch das ist relativ wackelig nach oben. Ein Klassiker wäre jetzt irgendwas Scharfes mal noch nach unten. Dann hätten wir eigentlich einen richtigen Abwärtszyklus. Flat sagt manch einer dazu und könnten anschließend dann nach oben weitergehen. Denn wenn ich ehrlich bin, haben wir hier eine ganze Menge Potenzial noch gut. Da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen, das will ich jetzt nicht breitreten. Und wir hören ja immer wieder, ja, Trump könnte doch seine Währung abwerten. Sprich, dass der Euro gegen US-Dollar steigt, weil einfach mehr Dollar gebraucht werden, um einen Euro in der Hand zu halten. Also, Gründe für einen Anstieg hätten wir allemal. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen das weiterhilft und drücke die Daumen für die nächste Zeit.